everyone. Point and laugh. Hallo zusammen, hier ist Dennis Hiller von Gamers Global. Willkommen zu unserem neuesten Test. Seit 2005 existiert der Webcomic Cyanide and Happiness, der vor allem durch seinen Humor weit unter der Gürtellinie eine große Fanbasis aufbauen konnte. In dem Point-and-Click-Adventure Freakpocalypse begebt ihr euch nun in eine verrückte Cartoon-Welt, schlagt euch mit Rowdies herum und habt allerhand unterhaltsame Gespräche. Will you go to prom with me? I'll take that as a maybe. Cooper ist ein Loser, wie er im Buche steht. Nicht nur, dass der Highschool-Besucher von seinen Klassenkameraden und auch Lehrern gemobbt wird, er ist auch noch schlecht in der Schule und natürlich will keiner mit ihm zum großen Ball gehen. Kein Wunder also, dass er sich gerne in eine Fantasiewelt verzieht, in der er sich Dr. Dropout stellt, der die gesamte Menschheit verdummen will. Enjoy your student debt, Dr. Dropout! Doch leider holt die Realität Coop schneller ein, als ihm lieb ist. Und so seid ihr in der ersten von 3 Episoden des Adventures hauptsächlich mit Alltagsaufgaben beschäftigt. Der Name Hall Pass to Hell deutet es bereits an, ihr müsst zunächst einen Flurpass beschaffen, um unbestraft durch die Gänge der Schule zu streifen. Jetzt mögt ihr vor Langeweile fast schon einschlafen. Schließlich sind Standardaufgaben wie die Beschaffung eines Erlaubniszettels und die Reparatur des Druckers von Oma wirklich zum Gähnen. Aber Freakpocalypse schafft es dank seiner durchgeknallten Charaktere und mit Details vollgepackten Welt, daraus eine sehr unterhaltsame Reise zu machen. Allerdings solltet ihr eine gehörige Portion derben Humor vertragen, sonst werdet ihr keine Freude an dem Spiel von Explosum haben. So kann es schon einmal passieren, dass ihr auf der Suche nach Zutaten für Toilettenschnaps in ein Klassenzimmer stolpert, in dem der zugehörige Lehrer in kompletter SM-Kluft sitzt, als wäre es das Normalste der Welt. Und die Ingredienzien für den Schüsselfusel sammelt ihr natürlich für die Rock'n'Roller auf der jungen Toilette, damit sie euch einen gefälschten Flurpass anfertigen. Logisch, oder? Fetch us what's on the list like a good little loser and we'll get your hall pass. Don't share the list around, though. It's my mom's secret recipe. Neben der Hauptquest, bei der ihr auch noch gratis Pizza abholt, schlüpfrige Fotos für eure Großmutter überliefert oder ein geheimnisvolles Labor erkundet, gibt es auch einige Nebenaufgaben. Für einen Mitschüler sollt ihr bei einem Dealer Filzstifte besorgen, damit er sich gehörig das Hirn wegschnüffeln kann. Ein Typ auf der Straße braucht dringend Kondome für den Abschlussball, darf den Supermarkt nach wiederholten Diebstählen aber nicht mehr betreten. Und so müsst ihr euch überlegen, wie ihr sie als Minderjähriger besorgen könnt. Was ich hier so schnell herunterrattere, wird in sehr witzigen Dialogen vorangetrieben, die neben der Erkundung das Kernelement von Freakpocalypse sind. Ihr dürft in der Spielwelt nahezu alles untersuchen und viel mitnehmen. Oft gibt es nur alberne Sprüche von Coop zu hören. Gelegentlich findet ihr aber auch neue Kostüme oder für die seichten Rätsel nötige Objekte. Auch wenn Freakpocalypse im Kern ein Point-and-Click ist, so bewegt sich das Niveau der Knobeleien eher auf dem von Trüberbrook als Monkey Island. Soll heißen, knifflig werden sie nie. Den Gehstock der Oma zu benutzen, um den Dachstuhl zu öffnen, ist nicht wirklich eine Aufgabe für Nobelpreisgewinner. Selbst die komplizierteren Rätsel sind eher auf Grundschulniveau. Um ein Buch unter einer Werkbank zu bergen, müsst ihr einen Flaschenzug aus der Kammer des Hausmeisters entwenden, in der Sporthalle ein Stück Seil abschneiden und die beiden Teile anschließend kombinieren, um den Tisch anzuheben. Combining a rope and pulley? Genius! How do I come up with these great ideas? Versteht mich nicht falsch, für mich waren diese Schmalspur-Puzzles genau richtig, denn schließlich wollte ich mich voll auf die abgedrehte Welt einlassen und nicht stundenlang über irgendwelche möglichen Lösungen sinnieren. Genrefans, die mit dem wirklich sehr krassen Humor nicht viel anfangen können, dürften aber massiv unterfordert sein. Falls ihr doch einmal festhängen solltet, dann könnt ihr in Coops Tage, Notizbuch in die Aufgabenliste schauen und Hinweise abholen, die teils sehr deutlich, teils etwas verschlüsselt aufzeigen, was ihr tun sollt. Das ist durchaus nett und fast immer hilfreich. Besonders loben möchte ich an dieser Stelle die englischen Sprecher. Jeder der vielen Charaktere hat seine eigene Tonalität und die Beleidigungen, die sich Coop anhören muss, sind so dermaßen abstrus, dass es eine helle Freude ist. Die deutsche Textübersetzung hingegen strotzt noch vor Fehlern und unsauberen Übertragungen. Teils fehlt sie sogar noch ganz. Hier müssen die Entwickler dringend nachbessern. No goals equals no future. But I have goals and no friends equals no fun. Well, that's true, but klicken wir uns zu meinem Fazit durch.
Ich habe bei wenigen Spielen so viel und laut lachen müssen, wie bei Cyanide and Happiness Freakpocalypse. Nun muss ich aber dazu sagen, dass ich seit langer Zeit Fan des Webcomics und allgemein sehr empfänglich für derben Humor bin. Zwei knutschende Teenager verjagen, indem man gruselig daneben steht und zum Besten gibt, wie sehr das einen anmacht, ist mindestens genauso unter der Gürtellinie wie zwei Polizisten, die sich darüber aufregen, dass sie Coop aufgrund seiner Minderjährigkeit nicht verprügeln können. Festgenommen wurde er übrigens, weil er Potenzmittel von einem Opa im Altenheim klauen wollte. Wenn ihr aber mit Zoten in bester South Park-Manier etwas anfangen könnt, dann dürfte das Spiel genau euer Humorzentrum kitzeln. Nicht erwarten solltet ihr aber ein forderndes Point-and-Click-Adventure. Die Rätsel sind selbst mit nur einer Gehirnhälfte leicht zu lösen. Die Entwickler wollen viel mehr, dass ihr die Spielwelt erforscht und wirklich jeden Charakter ansprecht. Besonders schön ist aber, dass ihr wirklich mit jedem quatschen könnt. Und noch schöner ist, dass ihr auch wirklich jede Figur fragen dürft, ob sie mit euch zum Schulball will. Shark Dad, Krankenschwester, eure Oma, der gruselige Eisverkäufer mit seinen dubiosen Sorten. Keiner ist vor euren Avancen sicher. Are you over 18? Not exactly. Then no. Sorry, kid. I go all the way a bust on prom night. Um es kurz zu machen, wenn ihr derben Humor mögt und lieber ein entspanntes Erlebnis mit vielen toll vertonten Dialogen habt, dann ist Freakpocalypse ein No-Brainer. Als Genre-Fans oder Konnoisseure gehobener Unterhaltung solltet ihr den etwa 4- bis 5-stündigen Auftakt der Trilogie aber links liegen lassen. Ich als Liebhaber der einfachen Freuden konnte mich aber durchaus begeistern und freue mich auf die nächsten Teile. Hoffentlich lassen sie nicht so lange auf sich warten. Meine Note lautet 8.0 von 10. Weitere Infos zu Freakpocalypse findet ihr auf gamersglobal.de. Wenn ihr auf YouTube zuseht, pointet und klickt doch auf den Like und den Abo-Button.